ich habe gesagt, du sollst in den Apfel reinbeißen oder so reinlecken okay, in dieses Loch und sagen. Es geht nicht mehr. Cat, du scheiß Dildo, Alter. Ich bin aufgestanden mit einem Dildo. Dann bin ich zur Schule, hab die Hausaufgaben abgeschrieben von einem Dildo und dann war die Schule auch schon wieder vorbei und unser Ökolehrer ist übelst der dumme Dildo. Und ja. Okay, geile Dildo-Scheiße. Welche Unterhosenform trägst du gerade? Gerade? Ja. Ja, wenn ich meine Tage habe, doch nur ein Slip. Hilfe! Du kannst einfach andere Leute quälen. Ich glaube, ich habe meine Meinung geändert. Ich gehe doch in den anderen Club. Hallo? Will jemand mich in seinem Club haben? Hallo? Ich bin Level 21. Oh! Ich bin jetzt 20 Mal dem gleich hässlichen Club beigetreten. Spaß. 21. Ja, warum nur ich als Club auf die Frage? Ach, du ziehst ihn mit an. Ja, das soll ich mir mal kurz was sagen. Mann, diese Drecksmaus, Junge, ich töte Leute, sie. Leute, pass mal auf. Ich zieh das jetzt auf. Wir haben einen Weihnachtsmann, dann haben wir einen Neger. Dann haben wir etwas Unbeschreibliches, Wunderschönes. Dann haben wir einen Räuber, dann haben wir eine normale Person und dann haben wir einen Italiener. Ja, und Ira. Boah. Kim, schluck. Leute, wir müssen jetzt alle im Chor sagen, schlucken und klatschen, okay? 3, 2, 1, ich muss schlucken, schlucken, ich bin ihre Besitzerin, halt die Fresse. Sie ist mein Eigentum. Warte, mach ich so eine BDSM-Beziehung? Was? Was? Ja, mit so. Dom und Sub, weil Besitz und Eigentum. Jetzt bist du dann der Dom. Oh, das ist aber sehr sexy, Ile. Turnt mich richtig an. Krieg dich, Cat! Oh, wenn du den süß! Da hatte ich ja voll lieb. Nachricht? Hey, warum? Fuck off! Cat! Ich hasse dich! Ich bin doch noch gar nicht fertig, mein Handy lag so normal. Hey, nein! Cat! Nein! Ich bin eine weit entfernte Bekannte von Illa. Ich hasse dich so sehr, Cat! Hör auf! Cat! Cat! Ich schreibe nicht mit Ile oder Ile. Du weißt nicht mal, wie mein Name ist. Es ist einfach. Ich schreibe einfach Ile. Von Ile. Autsch. Ich stehe auf Schläge. Ich hasse dich. Du musst dich wieder. Oh. Nein, du musst in die andere Richtung stehen. Das ist so voll hässlich. Okay, warte nochmal. Ich will anstrengen, Alter. Hab ich's gleich? Ich seh nichts. Hab ich's gleich? Nein, ich will nicht rausfliegen. Ja, warte. Ich hab's gleich. Komm, zieh rüber. Ich hab's geschafft.
Leute, ihr bekommt jetzt ein Tutorial, wie ihr euch einen Toast macht. Das ist eine Melone. Ja, ich weiß. Okay, also als allererstes braucht ihr ein Tablett. Ein Teller tut's auch. Danach braucht ihr ein Messer. Dann braucht ihr Brot. Falls ihr euch ein Toast-Sandwich machen wollt, empfehle ich euch zwei Scheiben zu nehmen, denn sonst lohnt es sich nicht. Also, ihr könnt das auch mit Semmel machen und so, aber wenn ihr ein Toast-Sandwich machen wollt, dann müsst ihr das natürlich toasten. Ich meine, ist ja klar. Okay, als nächstes brauchen wir Belag. Ihr könnt beliebigen Belag nehmen. Ich habe jetzt Schinken genommen und Butter. Dann braucht ihr für ein Sandwich natürlich auch Mayonnaise und Salat. Den solltet ihr vorher natürlich waschen. Nun solltet ihr den Salat waschen. Der sollte natürlich kalt gewaschen werden. Ne? Ob ihr einen Bio-Salat nehmt oder nicht, ist komplett egal. Hauptsache, er schmeckt euch. So, dann vielleicht ein bisschen ausbinden, dass euer kompletter Toast nicht auseinanderläuft. So. Und jetzt geht's am Belegen. Unser Toast ist mittlerweile auch schon fertig. Ich bevorzuge erstmal überall etwas Butter. Dann kommt euer Belag, ob ihr Wurst, Schinken oder Salami nehmt, das ist eigentlich komplett egal. Nur was ich euch nicht empfehlen würde, ist jetzt zum Beispiel Nutella oder Frischkäse oder sonstige Sachen, die eher mehr flüssig sind. Nachdem ihr euer Brot erfolgreich belegt habt, solltet ihr jetzt natürlich den Salat drauflegen. Ihr müsst natürlich gucken, dass ihr alles draufpackt, je nachdem wie viel ihr macht. Ich persönlich bin eine Person, die frisst eigentlich sehr gerne Salat. Eigentlich lebe ich von Salat. Deswegen ist bei mir umso mehr, umso besser. Auf den Salat kommt jetzt auf eine Seite, also entscheidet euch für ein Brot, da kommt die Mayonnaise drauf. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So, und jetzt müsst ihr sie noch zusammenlegen und dann habt ihr euer Sandwich fertig. Et voilà. Jetzt müsst ihr noch die komplette Küche aufräumen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euer Sandwich mitnehmen. Natürlich aufpassen, dass es nicht umfällt, weil ich meine, das ist jetzt ein sehr dicker Belag mit dem ganzen Zeug und so. Und dann könnt ihr ganz in Ruhe euer Sandwich auf den Gaumen zerlaufen lassen.